Guten Tag. Es ist echt schon spät. Wir haben 12.22 Uhr. Wir hatten heute unseren Termin beim Optiker und es war ja mein erster Termin, den ich alleine, also ohne Bernd, mit Livia hatte. Es ist jetzt 8 Wochen alt und wie gesagt, erster Termin außer Haus. Ich war total aufgeregt. Ich mache mir gerade hier einen Eiskaffee. Ich war total aufgeregt. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ne? Eigentlich ist sie ein ruhiges Kind. Aber wenn ich dann da den Termin habe, dann wird sie bestimmt alles geben und schreien oder so. Aber das hat richtig gut geklappt, muss ich sagen. Ich hatte sie vorher ausgiebig gestillt. Und das war auch meine erste Autofahrt mit ihr alleine. Calvino war vorne, ich war vorne und sie saß hinten in dem Maxi-Cosi und die hat echt geschlafen. Die war zwar zwischendurch auch mal wach, aber die hat alles verpennt und dann waren wir hinterher noch beim Bernd im Laden. Was ist los? Hat sie gehört. Verpennt? Ich? Nein. Ich bin immer wach. Nein, wieder eingeschlafen. Jedenfalls waren wir noch beim Bernd im Laden und auch da lag sie im Maxi-Cosi und hat geschlafen. Und dann habe ich sie mir umgeschnallt, schlafend. Oh, und dann sind wir jetzt nach Hause gelaufen, ne? Ja. Und das war ein richtig schöner Ausflug. Ich habe mir 2 Brillen ausgesucht. Wartet. Ja, jetzt bist du ausgeschlafen, ne? Ja. Ja. Warte. Ja. So, warte. Oder so? Geht's denn? Ja. Oh. Hm. Ist er ausgeschlafen oder schläfst du wieder ein? War nur verschluckt. Oh. Hm. Ja. Ja. Ja, ich hole dich raus. Oh, die Maus. Ja. Oh, komm her. Princess. Princess of the Minces. Oh. Oh, du bist wieder zu Hause. Haben wir dich nach Hause gebeamt? Eingeschlafen zu Hause. Einmal kurz aufgewacht bei Vielmann. Umgepackt ins Tragetuch. Aufgewacht wieder zu Hause. Haben wir dich gebeamt? Ja? Oh. Oh, oh, oh. Jetzt hast du Hunger, ne? Ja. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, jetzt ist besser, ne? Jetzt ist besser. Ja, ich habe mir 2 Brillen ausgesucht. Ich mag das ja gerne, wenn die hier so hoch gehen, so ein bisschen. So 60er-Jahresteil oder so. Und eine ist so ein bisschen Leopard. Also ich weiß nicht, wie das heißt. Oder Hornbrille, wie soll ich das sagen? Das ist so braun und gold gemischt. Und eine ist so gräulich durchsichtig. Das hört sich voll schrecklich an. Ich habe ein Foto gemacht, das kann ich ja mal einfügen. Genau, und es dauert jetzt ungefähr 14 Tage, bis die fertig sind. Und Calvino hat sich auch eine neue Brille ausgesucht. Das war ein bisschen schwieriger, weil ihm hat gar nichts gefallen. Aber der brauchte unbedingt eine neue Brille. Das, also die andere, das Gestell ist ihm viel zu klein. Der ist so groß geworden, der Calvino, klar, ne? Der wird jetzt 11 Jahre. Und hat sich auch eine ausgesucht. Und dauert auch ungefähr 10 bis 14 Tage. Und dann sind die fertig. Jetzt ist natürlich, dadurch, dass wir unterwegs waren, hier alles liegen geblieben. Es geht, ne? Es sieht jetzt nicht total wüst aus. Ich habe heute Morgen schnell das Sofa abgesaugt und so. Aber ich habe kein Essen gekocht. Heute wollten wir Reis mit Linsen und Krautsalat essen und der Calvino Nudeln mit Bolognese-Soße. Calvino hat sich unterwegs schon eine Salattasche mit Pommes geholt, weil er so Hunger hatte. Ja, das muss ich schnell machen, aber das geht ja rucki zucki, ein paar Linsen und Reis kochen, ne?
Und Bolognese-Soße haben wir ja eingekocht. Die brauche ich nur aufmachen, das Glas. Ja, und auch so Wäsche muss ich machen. Der typische Wahnsinn halt. Und gleich kommt schon der Bernd von der Mittagspause nach Hause. Aber jetzt trinke ich erstmal meinen Eiskaffee. Und still die Kleine schön in Ruhe. Und dann melde ich mich gleich wieder. Haben wir hier noch Sachen geholt, die wir brauchen zum Kochen. Einmal rote Linsen. Eigentlich wollte ich den Reis mit braunen Linsen machen, aber ja, rot tut's auch. Und Brotbackmischung habe ich mitgebracht. Einmal Dinkelbrot, einmal Bauernbrot, nochmal Bauernbrot und ein Mehrkornbrot für unseren Brotbackautomaten. Ja, als erstes setze ich die Linsen auf, denn wir haben alle Hunger. So, Bernd ist... Hast du das Video gezeigt, wo ich mich nackig gemacht habe für deine Fans? Das kommt heute Abend, von gestern das Video, ne? Das seht ihr heute Abend. Nein, machst du nicht den Penis? Ja, Carina freut sich schon. Bernd ist in Boxershorts gesetzt. Vor der Kamera seine Jeans ausgezogen. Ich sag noch, Bernd, kannst du doch nicht machen, die Leute. Nee, die Leute können. Hat er gesagt, im Schwimmbad wird er auch in Badehose rumlatschen. So. Jetzt haben wir Reis mit Linsen gegessen. Nee, mit Reis. Linsen mit Reis. Der Morla hat eine Handvoll Reis in den Boden gebracht. Ja, ich habe die Morla gestillt beim Essen und dann ist mir was runtergefallen vom Reis und Linsen. Auf sie drauf. Nein, es ist nichts ins Schnäuzchen rein. Nein, nein, nein. Nur drumherum. So. Kekse sind aber auch noch hinter dir, Kekse. Ich möchte aber nicht die Kekse haben. Ich möchte diese Fröschen bitte haben. Die schmecken mir auch nicht, habe ich für dich. Sonderwünsche. Röllchenkekse. Ach, die hier. Die zarte Waffelröllchen. Die sind schon offen. Hast du offen gekauft schon? Molly! Ja. Hi! Hast du gute Laune? Ja, und die Mama räumt jetzt hier ein bisschen auf. Kaffee. So. Und zwei Tassen. Was möchtest du für eine Tasse? Oder hier, deine BVB-Tasse. Alle BVB-Fans schreiben jetzt einmal in die Kommentare hier. Hier. Die hat geschissen. Die hat gewürstelt. Ja. Dazu sage ich nichts. Immer diese Ausdrucksweise in den Videos. So red ich halt. Es wird immer schlimmer, deine Ausdrucksweise. Ja, pass auf. Ja. Weil du so redest. So. 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 Schaut mal, was gerade gekommen ist für ein Smurfie. Eine Lick-Mat. Das ist sowas, da kann man halt Essen reinschmieren. Man könnte es auch einfrieren dann. Und dann können die das halt ablecken. Das hat extra hier so Noppen, damit das nicht so rutscht über dem Boden. Und hier steht halt, dass die das angeblich nicht kauen können, also kaputt kauen können. Das ist sehr wichtig beim Smurfy. Und spülmaschinenfest, was auch sehr wichtig ist beim Smurfy. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich mache da jetzt ein bisschen Leberwurst rein und dann schauen wir mal, wie er reagiert. Diese Licking Mat für Smurfy. Ich habe da jetzt nur ein bisschen Leberwurst drauf gemacht. Da geht voll viel rein. Guck mal, ich habe nur so wenig reingemacht. Willst du ihm das hinlegen und ihm das magische Wort sagen, dass er kommen darf? Okay. Mal gucken, wie er das findet. Ach, das ist besser als er kommt. Da muss er einfach nur lecken. Ja. Mal was anderes, ne? Und das kratzt die Zunge schön. Das ist auf jeden Fall beschäftigt. Da ist jetzt, ich würde sagen, ein Teelöffel, ein bisschen mehr als ein Teelöffel Leberwurst ist da jetzt drauf geschmiert.
Guck mal, die rutscht auch nicht hin und her auf den Fliesen. Ja, wahrscheinlich. Ganz schön, ne? Weil da Gummi drunter ja, ist. Ja, super. Und man kann den ja auch noch einfrieren. Dann haben die noch länger daran zu tun. Es gibt auch verschiedene Muster. Wir haben jetzt das mit den Kreuzchen genommen. Es gibt noch Noppen und so ein anderes Muster. Ich werde euch das mal unten verlinken in der Infobox. Ich weiß nicht, habe ich in diesem Vlog schon erwähnt, dass der ganze Tag durcheinander ist, dadurch, dass wir bei Vielmann waren so lange. Die Kleine schläft jetzt auf dem Sofa. Calvino hatte auch sein Homeschooling dann ja nachmittags. Also wir waren bis, weiß ich nicht, wann waren wir zu Hause, Calvino? Nach Vielmann 12:30, 1:30? Bitte? Wann waren wir zu Hause nach Vielmann? Weißt du das? 12:30, 1:30? Ich weiß es nicht. Jedenfalls 12:30 eher. Hat alles, da im Hintergrund seht ihr, schläft Livia. War der ganze Tagesablauf durcheinander jedenfalls. Ne? Normal wäre Calvino schon viel eher mit Schule fertig gewesen. Die Livia hat ihr regelmäßiges Schlafpensum und so. Das war heute alles durcheinander. Und hier auch natürlich meine Arbeit zu Hause. Und ja, egal. Jetzt schläft sie. Wie spät haben wir jetzt? Wie ich, kannst du sagen? Ja. Kurz vor, also ja, eigentlich 5. 17 Uhr. Und ich bin immer noch nicht fertig. Eine Minute vor. Ja, ich muss Wäsche falten. Der Calvino legt sich jetzt hier bestimmt aufs Sofa. Und guckt. Guckt Formel 1 und legt sich neben Livia und ich gehe die Wäsche falten. Im HWR. Ja. Ja. Und dann geht's weiter. Mit dem Tag. Abendessen muss ich ja auch noch machen. Was essen wir heute? Man weiß es nicht. Pizza? Pizza? Könnten wir eigentlich machen. Pizzateig aufsetzen? Pizza geht immer, ne? Yay, yay. Heute gab es jetzt nur geiles Essen für mich eigentlich. Das stimmt. Ja, Calvino hat ja die Salattasche geholt. Das habe ich euch, glaube ich, erzählt, ja, mit Pommes. Ich hatte eine Salattasche, Pommes Mayo. Was hatte ich heute Morgen? Heute Morgen hatte ich gar nichts. Heute Morgen hattest du Reste von Subway. Ach ja, stimmt. Heute Morgen hatte ich Reste von Subway. Oh, noch her? Ja, heute Morgen. Zum Frühstück. Heute Morgen hatte ich Subway. Dann hatte ich Döner mit Pommes. Also Salattasche war das ja, ja, mit Pommes. Und jetzt ja. Pizza. Und ne, dann hattest du noch Reis mit Linsen, hast du auch gegessen. Ja, wow, das ist das Einzige, was heute jetzt nicht so ja, fertig war, aber... Aber lecker, war auch. Doch, auch lecker. Wir hatten nämlich, Bernd und ich hatten Reis mit Linsen gegessen und Calvino wollte nicht und dann mittendrin so, oh, darf ich doch ein paar Linsen haben? So, dann weiß ich auch nicht, die rochen so gut oder so, ne? Ja, ich hatte dann auf einmal hatte ich Lust auf Linsen. Und dann haben wir die Linsen nicht geschmeckt, dann habe ich Reis drauf gemacht und gesalzen und dann war es richtig lecker. Dann war es richtig lecker, ja. Das schmeckt auch richtig gut mit Avocado. Oh ja, und geschmolzener Butter. Mhm. Avocado? Auch lecker. Ja. Man kann sich da auch Käse gut schmolzen. Könnte man auch, ja. Okay, ich gehe jetzt Wäsche falten. Ja. So, der Familienrat hat entschieden, es gibt Pizza. Ich habe schon die Wäsche gemacht, wieder angemacht, gefalten und das alles. Und jetzt habe ich einen Pizzateig aufgesetzt. Und der Bernd möchte Gyros-Pizza haben. Und wir haben ja hier oben ganz viele von diesen Sojaschnetzeln, womit wir immer Gyros machen. Und die werde ich jetzt schon mal kochen und einlegen in Gyros-Gewürz und Zwiebeln. Und ein Salz brauche ich. Das ist nämlich fast alle. Wo ist es? Wo ist es? Wir haben hier, glaube ich, auch noch Salz. Oder hier unten. Mal schauen, da hinten. Ha! Super. Tada! So. Und der Calvino ist ein super Babysitter. Die Maus schläft ganz selig auf dem Sofa. Neben ihm. Und Smurfy auch. Gleich, wenn der Teig fertig ist, muss ich auch noch ein Toastbrot aufsetzen. So, und das Schüppchen, falls jemand fragt, das haben wir mal von so einem Bauernmarkt gekauft. Ja, das Bauernmarkt, also in Ungarn haben wir die in kleiner gekauft auf dem Bauernmarkt. Aber hier war das, glaube ich, in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Dieser, ach, von früher Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Aber das fällt ja alles jetzt immer aus, aber als es das noch gab, vor langer, langer Zeit, als die Welt noch normal war, da
Da haben wir sowas gekauft auf dem Bauernmarkt. Nee, Mittelalter-Weihnachtsmarkt. So. Kochen. Bitte? Die wird wach? Ja. Fast vergessen zu zeigen. Das sind jetzt Tiefkühlzwiebeln und einfach Gyros-Gewürz da drauf. Hier, wir nehmen mal das aus der Metro. Und so, die sind jetzt hier einmal aufgekocht und dann schütte ich die ab. Und dann müssen die abkühlen und dann drücke ich das Wasser da ganz doll raus und dann kommen die hier rein und dann bleibt das, bis Bernd nachher kommt, zum Anbraten. Ja, was erzählst du mir? Also, hier sind jetzt die ausgedrückten Sojaschnetzel. Jetzt mache ich die zu, die Dose. Und schüttel das. Die sind noch eingefroren. Die Zwiebeln. Knoblauch habe ich vergessen. Hole ich mal eben. Knoblauch haben wir auch tiefkühl. Convenience Food. Ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. So, nochmal schütteln. Ja. So aus. Jetzt sind die Zwiebeln natürlich noch gefroren. Die tauen wir jetzt auf und dann können wir es nachher anbraten mit Öl. Wir machen schon mal hier Pizza, Calvino und ich. Also eher gesagt, Calvino bereitet seine Pizza vor. Er schneidet sich Oliven dafür. Und der Pizzaofen heizt schon vor. Heute auf 275 Grad. Und hier ist das Gyros. Das brutzelt jetzt nur noch auf 3 vor sich hin, weil Bernd kommt auch gleich. Hier ist Calvinos Pizza, die hat er sich selber gemacht. Und die Maus, die ist jetzt hier im Tragetuch. Und die hat, gestern habe ich euch erzählt im Video, dass sie ihre Hand entdeckt hat. Oder war das vorgestern? Ich weiß nicht. Da hat sie jedenfalls ihre Hand immer so angeguckt. Oh, was ist denn jetzt? Oh. Ja, ein Deutscher. Saugt sie die Hand die ganze Zeit, immer im Mund die Hand, da. Ja. Ihr geht's nicht so gut heute am Nachmittag. Ist ganz liebesbedürftig, ne? Ja. Die ist auch müde, findet schlecht in den Schlaf. Ja. Oh, ein Schüppchen. Okay. Ja, ganz viel trösten. Ich werde den Vlog jetzt hier beenden und kümmere mich um die Maus. Wie gesagt, es geht ihr nicht so gut. Sie braucht ganz viel Nähe und Liebe und ja, das geht vor. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen.